Hallo, hallo. Test, test, das ist ein Soundcheck. Test, test. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Ja, weiß nicht, gibt es bereits Fragen? Nein? Ja. Mein allererstes Kunststück ist sowieso unmöglich, deswegen fange ich gerade mit dem zweiten an. Mein Großvater hat immer gesagt: Erwin, Erwin, wenn du mal bis zum Hals in der Scheiße steckst, dann darfst du einfach nicht den Kopf hängen lassen. Ja. Er war ein sehr intelligenter Mann, mein Großvater. Er ist leider letztes Jahr gestorben. Es war aber nicht so schlimm. Er ist friedlich in seinem Sitz eingeschlafen, was man leider von seinen drei Mitfahrern nicht behaupten kann. Gut, ja, jetzt. Nein, muss ich ganz kurz schauen, bin mir jetzt gerade unsicher. Einen Moment. Nein. Hallo, warte. Nein, das ist das falsche Grundstück. Da fällt mir gerade ein, seit. Das ist jetzt lustig. Ich habe gerade, seit ich jetzt einen Goldfisch habe, mache ich mir extrem viele Gedanken über die Umwelt. Ich habe gerade heute, im Park einen spannenden Artikel über dieses Thema gelesen. Das muss ich Ihnen ganz kurz vorlesen. Das war spannend. Da stand zum Beispiel, dass Rinder aus einer biologisch nachhaltigen Hochlandrinderzucht aus den Thurgauer Alpen, dass die ein Gas ausscheiden, welches dann später für die Kaffeeproduktion verwendet wird zum Beispiel, oder nein, das ist. Sehen Sie das, meine Damen und Herren? Hä? Das ist Plastikverschmutzung. Ich sage Ihnen, jährlich landen jedes Jahr mindestens 800 Millionen Tonnen von diesem Zeug in unseren Weltmeeren. Wir schmeißen das einfach weg. Uns ist es egal, da kommt aber ein Goldfisch, der kann nicht unterscheiden, ob das jetzt Plastik ist oder Meerespflanzen. Der frisst das dann, kommt ein Fischerboot, fängt einen Fisch ein und das Plastik ist dann wieder bei uns auf dem Teller. Seht Sie? Nein, nein. Einfach nicht. Ich weiß jetzt schon, was Sie denken. Sie denken jetzt sicher, der redet da gescheit daher. Das ist völlig richtig. Wichtig, meine Damen und Herren, ist die Information, die man vermittelt. Und das ist genau der Punkt, Information. Ja, kriegt man ja nur selten. Und wenn, dann ist die auch noch falsch. Das ist der Punkt. Ich sage Ihnen, die gescheitesten Leute. Ja, die gescheitesten Leute, meistens haben sie auch sehr schöne Frisuren, wie zum Beispiel der Herr Gress da vorne, zum Beispiel, und ich. Ja. Die reden miteinander und nichts kommt dabei heraus. Trotzdem, man muss das hier mal vielleicht ein bisschen hinterfragen und dann vielleicht feststellen, dass das gar nicht funktionieren kann, weil das hier eine ziemlich durchlässige Angelegenheit ist. Und deswegen, meine Damen und Herren, wird es immer schlimmer. Sehen Sie, das ist ein Teufelskreis, das funktioniert so nicht. Nein, das funktioniert so.
Erwin aus der Schweiz. Ich komme hinter der Bühne noch das Salto beibracht. Erwin, du, wann dürfen Sie eigentlich mal auf der Bühne etwas zeigen, der Fisch? Ja, vielleicht in der nächsten Sendung. Er wollte jetzt wieder nicht. Er hat war so lange im Bodensee schwimmen eben. Ja, er braucht ein bisschen Pause. Aber immer kann ich nicht dabei sein, weißt du, Erwin? Das geht nicht. Bobo, ja. Der Erwin ist ja ein bisschen Schüchen, kann man glaube ich sagen. Ist denn doch die grosse Bühne der richtige Ort für ihn? Das ist der einzige richtige Ort für den Erwin, die grosse Bühne. Wir Schweizer haben ein ganz grosses Talent, und das ist, wir hinterfragen uns dauernd selber. Kaum machen wir etwas Gutes, hinterfragen wir es wieder. Ist es nicht gut, hinterfragen wir es auch. Ich habe das jetzt auch probiert beim Erwin. Ich habe die ganze Zeit probiert zu hinterfragen. A, wie gehen die blöden Tricks? B, wieso bringt er mich immer zum Lachen? Da muss man gar nicht so viel hinterfragen. Der Erwin hat einfach alles. Er hat er bringt sogar die Leute zum Lachen, wenn er nichts sagt. Der Erwin. Der Erwin hat die Ausstrahlung, die man braucht. Erwin, und eins noch zum Abschluss von mir. Dein Grossvater muss ein ganz weiser Mann gewesen sein. Christa, ist der Erwin jetzt der Typ Mann, der dein Herz erobern könnte? Er hat definitiv mein Herz erobert, aber nicht nur. Also wenn ich jetzt den Puls führe von Bobo, er hat ihn auch lockerer gemacht. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt bist du ruhig geworden, was hat er nicht oder? Gemacht? Lockerer. Locker, ja, sehr. Ja. Ich bin schon die ganze Zeit locker. Jetzt bist du locker. Erwin ist für mich ein Vorbild für die ganze Schweiz, aber auch für die Politiker. Er kann ein schwieriges Thema wie der Umwelt mit Comedy behandeln. Er kann alle wirklich ins Lachen bringen, alle wirklich kaputt machen, und er hat trotzdem über ein wichtiges Thema geredet. Das ist wirklich ein Vorbild. Du solltest dich als Politiker kandidieren, oder die Politiker müssten einfach lernen von dir. Das würde ich jetzt hinterfragen. Dann sagen wir Erwin for President!